Hallo und herzlich willkommen bei Epic Battle Fantasy 2, dem Nachfolger von Epic Battle Fantasy 3 und dem Vorgänger von Epic Battle Fantasy 3 und fangen wir doch direkt mal an. Also hier in diesem Spiel haben wir seit neuestem auch einen Continue-Button verglichen mit dem ersten Teil, also heißt, wir können Spiele auch fortsetzen und speichern. Das ist ziemlich geil. Werde ich womöglich auch nutzen, weil ich glaube nicht, dass ich das am Stück durchzocke. Ist schon ein bisschen länger als der erste Teil. Schätze ich mal. Soweit ich es in Erinnerung habe. Ach, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch Minigames in der Art Gallery, aber darum widmen wir uns später. Wenn ich mich recht erinnere, muss man auch ein paar Minispiele in der Story machen, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Also fangen wir an. Easy Mode und Hard Mode, Epic. Wir sind natürlich nicht wahnsinnig, nehmen wir Normal Mode, wie sonst auch immer. Okay, und jetzt kommt hier echt sehr viel Text mit sehr viel Fremdwörtern wie Devastate. Solche Wörter habe ich echt noch nie gehört. Also ich erzähle euch jetzt ungefähr die Story, die ich mir mal durchgelesen habe. Nach dem ersten Teil ist es so gewesen, dass der Zombie Goku in die Luft gegangen ist und das gab eine fette Explosion. Dadurch kamen so Rauchwolken in den Himmel. So, hier giftige Rauchwolken. Und dadurch sind irgendwie mutantische Monster gekommen, die Leute angegriffen haben. Als wäre das nicht genug, hat ein böser Mensch die irgendwie gehetzt und, keine Ahnung, die irgendwie angreifen lassen, was weiß ich, auf die Menschheit losgelassen. Und dadurch ist alles ins Chaos geraten und der hat eine ganze Armee an den Leuten und Maschinen, die Menschen zerstören sollen. Und da haben auch die beiden Helden noch an dem letzten Ort, wo sie sind, und jetzt machen sie sich auf ein neues Abenteuer, um die Welt nochmal zu retten. So ungefähr. Und sie beginnen im Kitten Kingdom. Da steht's ja. Ha. Ja. So viel dazu. Also wir haben auch keine Overworld in diesem Spiel. Die gibt's erst am dritten Teil. Aber was wir schon mal haben, ist so ein Options-Leiste. Damit können wir Speech on, off. Ach, dass da wahrscheinlich Text kommt. Sound natürlich an. Blut können wir eigentlich auch anschalten. Und die Auflösung muss natürlich auf hoch geschaltet werden. So, ja. Dann wird schon mal ein bisschen blutig. Das gab es im ersten und ich meine auch im dritten Teil gar nicht mehr. Moment, dann. Die Attacken sind, glaube ich, eigentlich soweit dieselben geblieben. Ja, genau. Säbel mich mit dem Schwert. Das hier kann man natürlich immer noch. Ey, wenn das mit den Titten hier nicht mehr gehen würde, ich würde das Spiel nie wieder anrühren. So, ich glaube, oder? Hat der. Ich glaube, der hat ein paar neue Attacken gelernt, wie Iceberg oder so. Hier zum Beispiel sowas hier. Aber an sich hat sich nicht sehr viel verändert im Vergleich zum ersten Teil. Auf jeden Fall, was ich jetzt erstmal mache, ist mein Schwert wechseln. Moment, ich muss mir das mal durchlesen. Brains MP. Ja doch, das war das. Glaube ich zumindest. Was können die hier für Attacken? Die kann ja immer noch nur auch eine Attacke, die Gegner alle angreift. Ist da, das ist... Moment. Ich muss mir jetzt ein bisschen auch durchlesen, um mal selber hier klar zu kommen. So. Ach du Scheiße, die Katze überlebt das jetzt ja kaum noch. Und die haut mich in den Totenkopf, das ist ja eine geile Waffe. Unglaublich. Dann gucke ich jetzt mal, wenn ich jetzt hier Legendary Attacke einsetze. Kriege ich MP zurück. Okay, so wie beim ersten Teil, so wollte ich das haben. Dann gehe ich jetzt mal ein bisschen härter. Hol doch die Attacke, die greift auch alle an. Ach so, okay. Ja, das macht, dass sie keine Special Attacks nutzen können, aber stark ist hier nicht wirklich, wie man sehen kann. Also die Gegner haben jetzt auch hier so eine Leiste und hier ist so eine schöne Armor Games Werbung, die leuchtet, wenn ich mit der Maus drauf gehe. Das ist krank. Und jetzt schnetzeln wir erstmal die Katze hier weg. Und tschüss. Und hier, Thunderbolt für dich. Leider kenne ich auch jetzt nicht ihre Schwächen irgendwie auswendig. Und kommt jetzt ein Gegner oder so? Oh, kill them with fire and AIDS. Oh, oh, da macht sich aber jemand über AIDS lustig. Unleash, bla bla bla. Ich mach das hier einfach so. Was? Daneben? Das ist echt unverschämt. Komm, ich will diese Biene jetzt töten. Hat jetzt aber gar nicht gereicht. Aber die ist gestunt. Die greift mich an. Okay. Ach ja, und die, hier, Limit Break Leiste wurde ins Spiel mit reingebracht. Das hatten wir im ersten Teil auch noch nicht. Wenn sie voll ist, haben wir eine Special Attack. Das ist zum Beispiel auch aus anderen Spielen bekannt, wie die Final Fantasy Reihe. Da kam sowas auch mal vor. Und natürlich die gute alte Attacke Power Metal.
haben wir immer noch. Darf nicht werden. Und ach, die Dinger hier. Ach, die haben sich aber ein bisschen verändert, oder? Ja, die haben sich verändert. Jetzt haben wir zum Beispiel den Scanbot. Damit können wir die Gegner scannen. Das hatten wir im dritten Teil von dem dritten Protagonisten. Hier, Poison und Fire sind die Schwächen. Aber bleibt das jetzt auch dauerhaft stehen? Ich glaube nicht, oder? Genau, hauen wir erstmal noch rein. Nee, nee, tut es nicht. Traurig. Ich attacke ja gleich noch. Das eine Katze eigentlich nicht davon. Oh, sogar beide. Auch gut. Was kommt jetzt? Okay, nochmal drei Kätzchen mit einem Bier. Das ist ziemlich geil. Und dann hau ich erstmal hier, komm. Ich. Und ich krieg MP wieder, wenn ich diese Attacke einsetze. Das finde ich richtig, richtig geil. Dann kann man noch, wieso kann ich das da nicht? Ich habe zwar 100 MP noch übrig, na egal. Einen Slime Bunny, den kann man aus dem dritten Teil. Dann kommt so ein Slime Bunny, gibt uns dann eine Heilung. Und da. Das kann ziemlich nützlich sein. Mich auch selber mal ein bisschen zurecht gucken, was da alles für Dinger sind. Beholder. Hits all foes and lowers their defense. Also has a hidden move. Okay, die setze ich dann mal später ein, wenn dann nicht nur noch eine Katze hockt. Und jetzt mache ich eine Feuerattacke auf der Katze, die ja mit dem Bier in der Hand mal angemerkt. Und mit dem Blut sieht das echt grausam aus. Let's raise. Oh. Okay, da würde ich doch mit einer Airstrike drauf gehen. Meiner Lieblingsattacke immer noch. Okay, das hat ein bisschen weniger gemacht, als ich eigentlich erwartet habe. Ich kann immer versuchen, den zu vergiften. Das sollte eigentlich... Ja, klappt. Schön. Jetzt damit machen wir schon Schaden. Und wir werden geheilt uns. Ach, es könnte gerade nicht besser laufen. Vielleicht hole ich dann nochmal mein Schwert ein bisschen auf. Und, hier, Thunderbolt. Läuft doch. Also, die Katze macht eigentlich... Oder der Katzen... Schloss. Ist es eigentlich noch relativ harmlos. Und ach Quatsch, keine normale Attacke, sondern ein Lucky Star. Das müsste eigentlich schon reichen. Und weg damit. War es jetzt der Boss für diese Region? Ja, war's. Okay, jetzt haben wir ein Wave Complete und dadurch können wir uns jetzt sozusagen upleveln. Zum Beispiel hier können wir uns das aussuchen. Zum Beispiel können wir jetzt die Attacke erhöhen. Bei ihr kann man Attack nicht erhöhen, sondern nur die anderen drei Werte. Magic Attack würde ich mal viel Wert drauf legen. Und es gibt für jeden einen neuen Skill-Bonus. Zum Beispiel Legendary Legend, also die Attacke mit diesem Schwert, den ich gerade eingesetzt habe, wird 30% stärker. Oder Adds MP Drain to Basic Attack. Achso, dass ich MP-Drains auch für andere Schwerter benutzen kann, ist hier, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Und Airstrikes kommen manchmal... Oh, das brauche ich. Dass manchmal einfach Airstrikes auf die Gegner kommen. Unglaublich. Boots Fireball, Thunderbolt, Glacier and Toxic 20% stärker. Thunderbolts Chance, jemanden zu paralysieren, ist stärker. Oder... Ich glaube, ich... Also... Ja gut, das macht Magic Attack stärker. Ich glaube, ich nehme das... Das hier. Was die Sachen verstärkt. Um 20%. Und damit kommen wir schon zum nächsten Kapitel. Und sind noch nicht mal... Oh, ich dachte, wir werden geheilt. Wir werden gar nicht geheilt dadurch. Das ist ziemlich fies. Jetzt weiß ich aber gar nicht mal, was deren Schwächen sind. Ist egal, ich mache eine Airstrike. Airstrike klappt immer. Naja, mehr oder weniger. Wo ist der Thunderbolt? Ich denke mal, der Thunderbolt wird schon die Schwäche von denen sein. Da, die kam random. Das fand ich geil. Also wenn das ganze Spiel so weitergeht, dann ja, dann habe ich definitiv mich mit etwas angefreundet. Hier war neue Gegner und... Oh. Okay, die Leiste ist scheinbar noch nicht voll. Das habe ich jetzt eigentlich eher gesagt gedacht, dass sie voll ist. Und wieso treffe ich die nicht, ey? Die haben wohl eine hohe Ausweich-Chance. Wenn ich die Attacke einsetze und treffe, kriege ich das immer wieder zurück. Ja, kriege ich immer noch. Ist geil. Weil ich seinen Erstteil nicht geändert. Ach so, ich verstehe. Ich verstehe, warum ich nicht treffe. Weil die, durch ihre Attacke kann ich dann weniger sehen. Und jetzt habe ich meine
super Special Attack und die führe ich euch dann gleich mal vor. Hier, zack, zack. Und, boah, dafür gibt's MP voll. Und sie hat ihre Dinge auch voll. Ach, hier kann die TT nicht abschauen. Ist ja schade. Kennt ihr auch beides aus dem dritten Teil. Also das eine macht hier super Heilung, unsere Werte hoch, die Gegner schon runter und die Airstrike, die kam jetzt von alleine. Und seine ist einfach eine fette Attacke. Und das war schon. Das ging wirklich schnell. Warte, das hatten wir. Adds a new type of bomb for Airstrike. Das nehme ich, weil dadurch kommt diese große schwarze Bombe erst zustande. Vorher gibt sie gar nicht. Für sie erhöhen wir die Defense und alles 4% hoch. Thunderbolts, Chains of Stunning. Ich glaube, das nehme ich. Da ich jemanden paralysieren kann, ist die Chance höher. So. Und da ein Boss. Ein Roboter. Und ich vermute mal stark, dass ein Roboter seine Schwächen sind. Airstrike und Thunder. Kann ich jetzt nicht 100% sagen, aber das hat schon ganz schön viel abgezogen. Ach ja, der hat... Ah, okay. Man kann sein Schild und sein Ding ist ja auch noch angreifen, aber auf was fokussiere ich mich da am besten? Keine Ahnung. Aber jetzt war der gestunt. Habt ihr gesehen? Ganz kurz. Und schon durfte er nicht angreifen. Das ist geil. Bitteschön. Die Weise greife ich hier alles an. Ich denke mal, ich werde trotzdem mein Hauptziel auf die Maschine in der Mitte da setzen. Okay. Ah, okay. Ah, okay, er greift mit allen drei Dingern dazu an. Das ist ziemlich fies, weil das schon was ordentlich abzieht. Ich denke mal, wenn ich mich so halte, könnte das eigentlich laufen. Und die Werte werden ja schwächer, seht ihr? Das heißt, nächste Runde oder so sind sie weg. Die positiven Buff-Werte. Er kann auch ganz schön reinhauen. Und sie hat jetzt gestunt. Das finde ich nicht fair. Und jetzt möchte ich wieder heilen. Einmal dick Power Metal. Metal Musik war noch nie nützlicher als in diesem Fall. Sie ist immer noch, dann kann das sein, das ist nicht so geil. Komm, nochmal Power Metal. Egal, ich halte mich einfach die ganze Zeit auf rum. Wie gesagt, in erster Linie zählt das ja. Ach, sie darf angreifen, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die wäre wieder gestunt. Aber jetzt sind unsere Werte wieder hoch. Dann hätte ich jetzt mit ihm eine härtere Attacke gemacht. Na, scheiß drauf. Jetzt ist er aber stunt. Kann das sein? Okay, seine Dinger sind zerplatzt. Das ist geil. Das ist meine Gelegenheit, jetzt mal richtig drauf zu hauen. Und seine nicht so drauf zu hauen. Jetzt ist er gestunt. Und jetzt kommt noch eine Airstrike. Vor allem, da ja seine Werte niedriger sind und unsere höher, gibt es ja nochmal richtig super fetten Bonusschaden. Und wenn ich stun den die ganze Zeit, das ist total geil. Ein paar Runden sollte der down sein. Und so weiter. Und das ist die super Unleash-Bombe hier, oder wie die heißt. Die ich freigeschaltet habe. Die hat man nicht von Anfang an. Und die macht mächtig Schaden. Also mächtig mehr als die anderen Bomben, die immer runterkommen. Und tschüss, das war's. Was haben wir sonst? Healing Metal, Extreme Metal. Das hatten wir schon. Boost Power Metals Damage bei 40. Boots Healing by 30. Klingt beides sehr geil, aber da ich sie in erster Linie für Heilung einsetze, nehme ich das lieber mal für Heilung. Defense erhöhe ich und ihre Magic Defense und Boots, Fireball, Thunderbolt bei 40%. Okay, es sind alles nur Werterhöhungen und wieso nehme ich das dann nicht? Komm. Checkpoint. Hier speichere ich dann, weil das ist meine Gelegenheit zu speichern, sonst habe ich nie abspeichern. Und ich denke mal, da ich jetzt 14 Minuten aufgenommen habe, unterbreche ich dann auch hier mal. Okay, jetzt kommt ein Text. Aber bevor es hier mit der Zeit zu knapp wird, mache ich das mal schon mal in der nächsten Episode. Normalerweise unterbreche ich Episoden nicht mittendrin, aber das ist jetzt einfach eine echt gute Gelegenheit. Also, bis zur nächsten Folge.